Hey, Mann, was ist draußen? Ich bin Sam von Bally's United und ich habe euch etwas zu beichten. Ich habe nun unzählige Päckchen geöffnet, ein komplettes Display und fast noch ein ganzes anderes Display. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Päckchen ich genau geöffnet habe. Auf jeden Fall viel zu viele, um keinen Messi und keinen Ronaldo gezogen zu haben. Ja, ich habe immer noch nicht Ronaldo oder Messi gezogen und hier habe ich wieder 15 Päckchen auf dem Tisch liegen und will unbedingt mindestens einen dieser beiden Spieler ziehen. 15 Päckchen hier auf meinem schönen Hardcover-Album. Video dazu findet ihr oben in der Beschreibung. Genauso wie das Display-Opening, was ja wieder richtig durch die Decke gegangen ist, was mich richtig freut. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. 15 Packs. Komm, Ronaldo, Messi, wo seid ihr? Wo seid ihr? Also, nicht mal Neymar, wobei mit Neymar gebe ich mich hier heute nicht zufrieden. Also, ich hoffe natürlich, dass ich Neymar bekomme. Den habe ich bisher auch noch nicht gezogen, aber ich will unbedingt Ronaldo oder Messi. Als erstes haben wir Ex-Dortmunder Mitchell Langerak, mittlerweile in Japan unterwegs, der Australier. So, am besten wäre jetzt natürlich gleich im ersten Päckchen einen von den beiden zu ziehen. John Guidetti, mittlerweile in Spanien, früher Man City. Dann haben wir das Logo von Saudi-Arabien, den ersten Glitzer-Sticker gleich im ersten Pack. Noch ein Ex-Bundesliga-Spieler, Shinji Okazaki, jetzt bei Leicester, schon seit einer Weile. Früher Mainz und Stuttgart, glaube ich. Und Irving Lozano, der Mexikaner von PSV Eindhoven. Also, erstes Päckchen, erster Glitzernder. Kein Messi, kein Ronaldo. Weiter geht's. Also, da haben wir schon mal einen guten Spieler, kann man sagen. Ja, für Barca war er über 100 Millionen wert. Natürlich einer der richtig, richtig starken Spieler, Felipe Coutinho hier von Brasilien. Dann haben wir hier Tunesien, Mannschaftsfoto. Giuliano, den nächsten Brasilianer. Ansarifart und Vitolo. Päckchen Nummer 3. Haben wir ein Poster-Sticker von Saransk, Host City. Dann haben wir Davinson Sanchez, der Kolumbier von Tottenham. Igor Akinfeev, Ingason. Ah, Akinfeev, der muss jetzt auch schon alt sein, oder? 86, was ist der dann? 32. Naja, geht sogar noch. Weil der ist ja auch ewig schon dabei. Irgendwie schon seit gefühlt immer. Ja, seit immer, wo ich die Sticker-Serie, alle Sticker-Serien, Kartenserien sammle, immer war der russische Torhüter. Ingason und Sassi. So, nächstes Päckchen. Da haben wir von Saudi-Arabien Mohammed Al-Beraik. Da haben wir Emil Kraft. Nordin Amrabat. Pontus Jansson und Kalechi Iheanacho von Nigeria. Das war das jetzt Päckchen Nummer 4, glaube ich. Päckchen Nummer 5, immer noch kein Ronaldo, kein Messi. Ach, ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich gar keine Hoffnung, die zu ziehen. Aber die müssen hier jetzt einfach drin sein. Hamza Mendil. Ich habe Tins geöffnet. Ich habe Starter-Pack-Opening gemacht und trotzdem keiner. Ja, hier dieser Name, der Typ verfolgt mich die ganze Zeit schon. Den kann ich nicht aussprechen, den Namen. Admir Mehmedi, Nesiri und Alexandre Lacazette. Na, also jetzt im Halbfinale der Europa League. Natürlich gegen Atletico Madrid. So, nächstes Pack. Da haben wir wieder einen Glitzer-Sticker. Legends, Brasilien 58, das ist hier heute irgendwie das Pack-Opening der Brasilianer, habe ich das Gefühl. Hier in den blauen Trikots. Was ist das für eine Pose? Also, auf jeden Fall ein nicer Sticker. Da haben wir Josip Pivaric, Ahmed Hassan von hier Lodeiro und Gotuko Sakai vom HSV. Nächstes Pack. So, da haben wir das Mannschaftsfoto von Serbien. Dann haben wir hier Jannik Westergaard von Dänemark und natürlich Gladbach. André Carrillo
von Watford. Dann haben wir noch Simon Kjær, ehemaliger Bundesligaspieler unter anderem für Wolfsburg, jetzt bei Sevilla. Und Ebrahimi von Iran. Haben wir überhaupt auch schon Deutschen gezogen? Ich glaube, noch kein Deutscher und immer noch, ich erwähne es bestimmt schon zum 100. Mal in diesem Video, kein Messi, kein Ronaldo. Risa Dumisi. Dann haben wir als nächstes Alvaro González. Wilma Barrios. Dann haben wir Dumario Vida. Und Harry Kane. Also da haben die hier schön auch noch einen Filter aufgesetzt. Aber der sieht hier richtig... Was ist das richtige Wort? Angsteinflößend sein? Mit so einem leeren Blick irgendwie, keine Ahnung. Mal schauen, wie viele Tore der bei der WM für England schießen kann. Die Engländer, die haben jetzt kein schlechtes Team, aber wirklich um die Weltmeisterschaft spielen, weiß ich nicht, ob das dafür reicht. Sergio Aguero, auf jeden Fall auch ein richtig, richtig starker Spieler hier mit Aguero und Kane. Vielleicht die beiden besten Stürmer aus der Premier League. Natürlich jetzt... Kann man groß diskutieren. Aguero auf jeden Fall, ich sag mal, in den letzten 5 Jahren auf jeden Fall der Beste gewesen. Jedes Jahr schießt er fast 20 Tore, obwohl er gefühlt ein Drittel der Saison verletzt ist, mindestens. Da haben wir Miranchuk, Sebastian Larsson, Roland und Al-Mayouf. So, wie viel haben wir übrig? 6 Stück. Also 6 Päckchen. Der Sticker. Und ich wiederhole mich jetzt nicht. Ihr wisst, was ich sagen will. Ryan Bertrand, Marquinhos, der nächste Brasilianer, Nagatomo, Kaspar Schmeichel und Jimmy Durbats, der Schwede mit dem Riesenbart. Also nicht mal Neymar haben wir gezogen. Den hätte ich mir unter den ganzen Brasilianern eigentlich bisher schon erwartet. Robin Olsen, Linetti, Heung-min Son, Edwin Cardona und Bruno Alves. Also, Portugiese, natürlich Europameister. So, dann haben wir hier Mordovia Arena in Saransk. Hier haben wir Johan Giroud, Smolov, Jordi Alba und Marcos Acuña. Hier von Argentinien noch 3 Päckchen. Und ich kann es nicht glauben, wirklich. Ich habe mir zwar wenig Hoffnung gemacht, aber trotzdem bin ich erstaunt, dass wir keinen einzigen von denen gezogen haben. Hier haben wir Ekaterinburg. Dann haben wir Lee Chung-Yong. Renato Augusto, nächste Brasilianer. Ich habe ja gesagt, brasilianisches Pack-Opening heute. Dann Schweizer Mannschaftsfoto und Jan Sommer. Schweizer Nationaltorhüter, natürlich vom Borussia Mönchengladbach, steht ja auch drauf. Vorletztes Pack. Ich sehe es schon wieder glitzern. Hier haben wir Dani Alves. Also wenn es zum Pack-Opening passen sollte, wäre das jetzt irgendwie brasilianisches Logo. Daniel Alves. Ben Youssef. Nein, es ist das russische Logo vom Gastgeber. Dann haben wir Ola Toivonen. Und Spain. Ist es das Mannschaftsfoto? Ich glaube schon. Hier ist auch der Code. Ja, es ist das normale Mannschaftsfoto. Sieht interessant aus, weil halt hier vorne diese, wie kann man es sagen, dieser Aufsteller ist. Da habe ich ganz kurz gedacht, vielleicht ist es auch irgendwie von irgendeinem Gewinn, wo von der WM oder was auch immer, aber dafür ist zu aktuell das Bild. Und wir kommen zum letzten und finalen Päckchen für heute und die letzte Hoffnung auf Messi oder Ronaldo. Als erstes haben wir einen Ex-Frankfurter mit Haris Seferovic, mittlerweile bei Benfica Lissabon. Dann haben wir Danny Rose, der mir immer noch ungewohnt kommt mit diesen Dreadlocks. Früher ja eigentlich immer relativ kurz geschorene Haare. Dann haben wir Ahmed Hassan. Und es sieht nicht gut aus, Leute. Edgar Barcenas und nochmal Sakai. Zum guten Abschluss noch Hamburger. Also 15 Päckchen runter, mittlerweile weit über 200 Päckchen geöffnet, kein Messi, kein Ronaldo, also die verstecken sich noch von mir und ja, das habe ich jetzt auch, ich will es nochmal klarstellen, ich weiß,
Die meisten haben es von euch bestimmt verstanden, aber auch beim Display-Opening habe ich viele Kommentare drunter gelesen oder auch immer, wenn ich es erwähnt habe, da ich ja auch gute andere Spieler ziehen würde und dass zum Beispiel Groß, Özi und so weiter auch gute Spieler sind. Und natürlich sind das krasse Spieler, natürlich. Aber mir ging es einfach nur darum, dass halt die beiden besten Spieler der Welt, Ronaldo und Messi, sind das nun mal, denke ich, immer mittlerweile noch. Ronaldo wird langsam älter, aber macht immer noch so weiter, wenn ihr die Champions League Tore in letzter Zeit gesehen habt. Ist er definitiv auch da oben mit Messi. Und das war einfach nur eine Feststellung. Und jo, dass die halt nicht dabei waren. Auch ein Neymar war nicht dabei. Den kann man noch in den letzten Jahren da oben sehen. Naja, Harry Kane war, glaube ich, mal in letzter Zeit auch mal oben mit dabei, so bei diesen ganzen Spieler des Jahres, Wahlen und so weiter. Den hatten wir immerhin heute. Und ja, wir hatten drei Glitzernde, was mich auch freut. Und ja, viel mehr will ich noch nicht reden. Das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Messi oder Ronaldo oder beide vielleicht schon gezogen habt. Ich bin mir sicher, viele von euch haben das schon. Und ich hoffe es, dass wir den auch bald ziehen. Weil ja, wir brauchen ihn fürs Album. Das war's auf jeden Fall. Wir sehen uns bald wieder hier bei Vitis United. Ciao.